vierte Teil für den Kopfstand. Wir haben den Delfin gemacht, wir haben den Kopf gerollt, wir haben die Schultern geöffnet mit den Armen. Jetzt setze ich als erstes den Kopf und die Arme auf. So, ne, ihr habt die Finger ineinander, die Hand, die Ellenbogen tendenziell ein bisschen enger, den Kopf nicht auf den Boden, sondern nur mit dem Hinterkopf in die Handfläche. Du bist quasi, du hast den Kopf nach unten und der Hinterkopf ist in der Handfläche und der Kopf berührt den Boden nicht. Du drückst mit den Armen in den Boden, der Kopf berührt den Boden nicht. Und jetzt kippst du in den Kopf, sodass du merkst, dass dein Scheitel, dass diese Stelle, die wir besprochen haben, im Boden ist und du drückst mit dem Kopf in den Boden. Gib ein bisschen Gewicht da drauf, sodass die Arme frei werden. Dann drück die Ellenbogen und heb dich. Den Kopf, die Ellenbogen. Kopf, Ellenbogen. Wenn das für dich leicht ist, dass du genügend Kraft hast, kannst du als erstes mal versuchen, die Knie zu heben. Der Kopf ist frei, die Ellenbogen drücken in den Boden und du kippst deinen Kopf und dein Kopf drückt in den Boden. Ellenbogen, Kopf. Ellenbogen, Kopf. Umso freier du wirst, umso mehr kann dein Kopf in den Boden drücken, ohne dass deine Stimme sich verändert. Um diese Freiheit eben halt zu testen, ist es ganz gut, die Knie erstmal, also die Knie auf den Boden zu bringen, die Arme mal weg, der drückt in den Boden, ich habe eine Länge im Hals und ich gehe wieder zurück und ich drücke die Ellbogen. So, und das gleiche passiert dann mit den Knien gehoben. Du drückst mit dem Kopf, du machst Länge und du machst diese Länge und die Freiheit mit dem Kopf in den Boden. Spaß.